Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört hat. Beste Freunde, harte Gegner. Mit dem Sieg von Joey über Bandit Kaif war es nun an der Zeit für das finale Duell des Turniers. Es war Joey gegen Yuki. Beste Freunde, beide duellieren sich für große Gründe. Ich muss dieses Spiel gewinnen, sodass ich Pegasus duellieren und meinen Großvater retten kann. Aber um zu Pegasus zu kommen, muss ich meinen besten Freund Joey schlagen. Ich muss es für meine Schwester Serenity gewinnen. Yugi, ich hoffe, du hast nicht irgendwelche Bedenken, dich gegen mich zu duellieren. Es tut mir leid, Joey, aber ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Schau, Yugi, du hast es selbst gesagt, dass wenn es zu uns beiden kommt, würden wir einfach unser bestes und ehrenhaftes Duell spielen. Das ist die einzigste Art, wie wir wirklich wissen werden, wer von uns am besten darauf vorbereitet ist, Pegasus im Finale reinzunehmen. Lass uns also duellieren. Okay, vielleicht hat Joey recht. Ich möchte das vielleicht nicht. Aber dennoch, es muss getan werden, wenn wir Pegasus schlagen wollen. Was sagst du, Joey? Lass es uns machen. Okay, Joey, Zeit für ein Duell. Mag ich Channel so. Bin scheiße. Okay. Yami hat eigentlich generell ein schlechtes Deck, aber Joey hat noch ein schlechteres Deck. Aber das ist ein Bot, das denke ich mir, dass er besseres Deck hat als ich. Guter Zug. Nein. Ach, jetzt beginnt er wieder zu nerven. Schade. Oh Gott. Tschüss, Goribo. Ja, wir werden das Duell auf jeden Fall verlieren. Oder auch nicht. Aber wir haben jetzt dunkler Magier. Sogar speziell schon, ne? Ja, cool. Bringt es uns das nicht? Ich beende meinen Zug. Oh, Karte ist super nervig. Nervig. Polymerization. Was habe ich überhaupt? Okay, mir fehlen also noch eine Karte für Funktionen. Nein. Das ist so nervig. Seriously? That's some OP bullshit. I hate my life. Ich weiß nicht, was das da ist. Ich weiß es nicht. Warum habe ich so ein Pech, Mann? Kann doch nicht wahr sein. Oh. Never lucky me. Es hätte so einfach sein können, aber dann dachte sich das Spiel so. Nö. Ich meine, Joey ist einfach kein guter Gegner. Joey ist einfach nur dumm. Er vertraut zumindest später nur auf Glück. Aber ist scheißegal, wenn man Fisch hat. Wait a minute.
Come on. Oh, that's a card. I thought it was B. Ich habe gesagt, es könnte einfach sein. Weil das Spiel hat sich gedacht, nope. Lieber nicht. Dann schau dich jetzt mein Spielfeld an. Schau dich einfach nur dieses scheiß Spielfeld an. Too easy for me. Naja, macht eine schlechte Animation. Dark Magician. Und jetzt ein direkter Angriff. Mit schwarzer Totenkopfdrache. Oder schwerer? Nee, schwarzer. Weiß ja auch. Schwarzer Rotaugendrache. Oder rotäugiger schwarzer Drache. Warum? Wieso leben? Musst du mich so hart ficken? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist halt einfach dumm. Das ist einfach nur dumm. Und tschüss. Bye, Motherfucker. Und jetzt greife ich meinen Drachenflug direkt an. Dann brauche ich noch eine Runde, wenn nicht davor noch irgendetwas passiert. Und er hat verloren. Das wird bestimmt noch irgendetwas passieren. Weil das ist ja Yu-Gi-Oh! Okay, jetzt ist nichts passiert. Und auch verspeilen man so viel dunkle Magie. Nicht irgendwie skippen. Warum kann ich nicht skippen? Verstehe ich nicht. Warum darf man die nicht skippen? Nun, Yogi, wir wussten, einer von uns musste verlieren. Aber die gute Nachricht ist, einer von uns hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Kumpel. Hier, nimm meine der Ruhm in der Hand des Königskarte. Zeige es zu Kurt von Pegasus. Und er wird dir 3 Millionen Dollar als Preisgeld geben. Nein, Joey, du behältst es. Deine Schwester braucht das Geld. Yogi, ich bin nicht in das Turnier gegangen, um reich zu werden, Joey. Ich bin nur hier, um meinen Großvater und die Käuper-Brüder zu retten. Bitte benutze das Geld für die Operation von Serenity. Als ich das Duell verlor, verlor ich alle Hoffnung für die Rettung meiner Schwester. Aber jetzt, Yogi, danke. Geh jetzt und nimm dir Pegasus vor. Warum hat jetzt Joey seine Hoffnung verloren? Ich verstehe es nicht. Es war endlich soweit. Als Meister des Duelist Kingdom Turnier gewann Yogi das Recht, Maximilian Pegasus zu duellieren. Verspreche mir, dass du die Seele meines Großvaters und all die anderen befreist. Ja, aber wenn ich derjenige bin, der dich besiegt, musst du deinen Teil der Abmachung erfüllen. Werfe einen genauen Blick auf die Karte, die du in der Hand hältst, Yogi Boy. Es gibt einen Grund, warum sie der ist.
Denn wenn ich gewinne, behaupte ich deine Seele für immer. Du hast viel zu gewinnen, aber auch ein großes Risiko. Es ist ein Risiko, das ich bereit bin zu nehmen, um die Seele meines Großvaters und die anderen zu befreien. Aber ich habe nicht vor zu verlieren. Ich hasse es, dich zu enttäuschen, Pegasus. Aber ich habe nicht die Absicht, jemals ein Teil deiner Seelenkartensammlung zu werden. Yeah, bit what? A little bit. Yeah. You bet, Yugi. You bet. Ah, shit. Schwarz mal. Wir könnten von Anfang an ein starkes Monster beschwören, aber ich beende erstmal meinen Zug. Wir können jetzt eine Rollbeschwörung machen. In der Tunwelt. Shit. Double shit. Triple shit. Combo shit. Mystischer Code. Sollte mal runterfahren und eventuell das Kind, das er mit Opfer oder beziehungsweise hier ist aufgegeben. Mein Magier schwarzen Chaos ist klaut. Ach komm, das Risiko gehe ich gerne ein. Und tschüss. In Filigratalbeschwung muss man irgendwie halt eine bestimmte Anzahl an Sternen benutzen, opfern. Also ungefähr so wie eine der späteren Beschwörungen. Er wird bestimmt sowas von aufgegeben benutzen. Ja, er wird. Ich wusste es. Er sagte, wir sehen den Effekt und klappt mein Monster. Ich werde im nächsten Zug auf jeden Fall die Karte klauen. Ziehen. Ich hab verloren. Yay! Ich hätte es einfach nicht machen müssen. Ich hätte es einfach nicht machen dürfen. Ich bin dumm. Ich habe gesehen, dass er aufgegeben hat und trotzdem mache ich das. Warum bin ich so dumm? Egal welches Monster ich sehe. Außer das Kuribo. Ja, zieh noch nicht mal ein Monster. Game over. Verborgenes Geschütz. Stein. Fuck. Im Mischling hat es ja aufgegeben vor mir benutzt. Also bevor ich Unger das mache, benutzt. Wäre halt super sweet. Danke. Ehrlich, werf das und das hier weg. Was habe ich hier drin? Ach, Meister Geier, warum nur einmal? Sind die verdeckt? Schwöre herbeigerufener Totenkopf. Ja, diese Karte kann verwendet werden, um ein beliebiges Ritual muss jetzt normal auf dem Feld fliegen, den gemeint. Sweet, würde ich mal sagen. Und direkt Angriff.
beende meinen Zug. Die Haut dieses Monster kann fast jeden Angriff widerstehen. Ja, und hat dann nur 1500 Verteidigungspunkte. Macht Sinn. Und wie Missgeburt. Ich meinte Wiedergeburt. Ich ihm das dem wiederbeleben, aber das will ich ihm dort nicht. Ich werde Verschwendung von der Karte. Gewinne ich wirklich so das Duell? Das ist halt sweet, aber auch ein bisschen langweilig. Ich meine, ich mache die ganze Zeit einfach nur direkt Angriff und gewinne. Weil er was nichts machen kann. Außer er beschreibt doch sein Opfer. Der Opfer. Der Opfer, Junge. Ich hab gewonnen, wenn ich richtig sehe. Aber es ist halt ein Monster mit mehr als 2000 oder mehr Verteidigungspunkten. Ich hab gewonnen. Cool. So, in einem Duell werde ich aber komplett weggefickt und im nächsten. Easy. Pegasus, du bist fertig. Wir haben gewonnen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Mein Auge, meine Magie, alles scheiterte mich. Ich habe verloren. Der Zweikampf zeigte Yugi, dass der Geist in dem Millennium Puzzle sein Freund war. Yugi lernte, dass, wenn sie zusammenarbeiten, könnten sie alles erreichen. Geist des Puzzles, ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Es war dein Mut und die Liebe deiner Freunde für dich, der diesen Tag überwog. Und deine Entschlossenheit. Wir alles haben es geschafft. Zusammen. Das ist richtig. Als Freunde. Und am Ende, das ist worauf es ankommt. Freunde, die da sind füreinander. Er hat gewonnen. So sieht's aus. Ja. Wir alle haben gewonnen. Danke, Leute. Yugi rettete die Seele von seinem Großvater, Zeto und Mukuba. Es gibt jedoch eine weitere Gefahr, lauernd in den Schatten. Sein Freund Bakura, noch immer von dem bösen Geist des Millenniumsrings besessen, hatte seine eigenen Absichten. Obwohl Yugi dachte, dass seine Probleme vorbei wären, waren die Dinge dabei viel schlimmer zu werden. Nun, da Pegasus durch seinen Zweikampf mit Yugi geschwächt ist, gibt er mir die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe. Endlich ist die Zeit für mich gekommen, um Pegasus Millenniums Gegenstand an meine Sammlung zuzufügen. Easy. Der geheimnisvolle Duelant. Wer könnte das wohl sein? In Amerika. Trotz Sieg über Pegasus im Duelist-Kinden-Turnier bemerkte Yugi, dass der Geist im Millennium-Puzzle über seine ungewisse Zukunft besorgt war. Das Millennium-Puzzle verbindet uns, Yugi, und ich spüre, dass das Schicksal mehr für uns hat. Und wir sind zusammen da, drin, egal was. Gut, ich wünschte, ich wüsste mehr, aber unsere Zukunft ist mir noch immer unklar. Ich werde dir helfen, es herauszufinden. Später, an diesem Tag, stießen Yugi und Thea auf einen Wahrsager, der Yugi anbot, seine Zukunft zu sagen. Yugi begrüßte die Gelegenheit. Was machst du da, Yugi? Thea, vielleicht kann der Wahrsager mir helfen, herauszufinden, wie das Schicksal des Geistes im Millennium-Puzzle. Der Wahrsager bat für einen persönlichen Gegenstand, den er benutzen konnte, um die Zukunft zu sagen. Er deutete an, dass das Millennium-Puzzle perfekt wäre. Zögernd reichte Yugi es rüber. Yugi wurde klar, dass es ein Trick war, als der Wahrsager mit dem Millennium-Puzzle floh und einen Schub von Pfeilen hinterließ, für Yugi zu folgen. Es war eine Falle, aber Yugi hatte keine Wahl. Als Yugi den Dieb ausspürte, entdeckte er, dass der Wahrsager kein anderer war als Bennett Kaif. Aber da war etwas anders mit ihm. Etwas oder jemand sprach durch ihn durch. Was mit dir passiert? Ich bin nicht Bennett Kaif. Ich spreche nur durch ihn, seit er zu meinen gedankengesteuerten Sklave geworden ist. Wer bist du und was willst du mit meinem Millennium-Puzzle? Ich begehre die Macht, die deinen Gegenstand enthält. Aber nach den Regeln der alten Magie muss ich es von dir in ein Duell gewinnen. Und wer ich bin, sagen wir einfach, dass ich derjenige bin, der dein Schicksal steuern wird, wie ich andere schon gesteuert habe. Und dass ich nicht unvertraut mit der Power eines Millenniums-Gegenstands bin. Ich verstehe.
wer über ihre verborgenen Geheimnisse als du jemals wissen wirst. Nimm dein Millennium Puzzle. Es hat uralte Geheimnisse in sich begraben, von denen du und sogar der Geist, der drin lebt, nichts wissen. Das ist, warum ich es zu meiner Sammlung hinzufügen werde. Das Millennium Puzzle war aus seiner Reichweite, also streckte Yugi seine Gedanken aus und versuchte, sich mit dem Geistenpuzzle zu verbinden. Ich kann dich kaum hören, Yugi. Unsere Bindung ist zu schwach. Ich fürchte, ich werde nicht in der Lage sein, dir in den Kampf zu helfen. Du musst ihn alleine bekämpfen. Alleine? Aber ich habe nie ein Duell ohne dich gekämpft. Du kannst ihn besiegen. Vertraue dir und den Deck einfach und du wirst deinen Weg finden. Bereite dich vor, dein kostbares Puzzle zu verlieren. Glaube ich nicht. Erinnere dich, Yugi. Ich habe dir in Zukunft gesehen und dir dein Schicksal vorausgesagt. Und das Duell wird dein letztes. Es ist Zeit für ein Duell. Entschuldigung, dass ich ein bisschen die Stimme verkacken. Aber das mache ich immer. Denn ich bin scheiße. So wie ich nicht reden kann. So scheiße bin ich auch. Und bin kein Follower wieder gegen mich. Zoro. Sweet. Seriously? Ich frage mich gerade, wie ich das Spiel noch gewinnen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe einfach keine guten Karten auf der Hand. Ich glaube, ich setze einfach nur diese Karte verdeckt und greife mit Drachenfluch sein verdecktes Monster an. Das ist bestimmt keine Falle. Bisschen schneller. Ist ein bisschen langsam. Ich kann es auch irgendwie schneller machen. Komm schon, mach ihn da. Oh. Hat er wirklich keinen einzigen Sponsor gezogen? Sweet. Oh, sehr meine Battlephase. Jetzt einfach zwei Karten verdeckt und mache am Ende eine. Im nächsten Zug meine gute Kombination. Die ich gerade in der Planung habe. Und das ist kein Prank, sondern ein soziales Experiment. Schade. Na gut, dann aktiviere ich den Effekt von antike Regeln und beschwöre bei 100 Toten Kämpfe der Angriffsmodus. Und dann hol ich mir den Drachenmeistergeier. Und beschwöre den Angriff. Warum hat er nicht einfach antike Regeln gemacht? Versteh's nicht. Eigentlich hätte ich es wissen sollen, dass er magische Störung ist. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Aber ich bin boosted. Ziemlich boosted. Oh, ich bin gerade mal dran. Don't be such a lame-o. Yay, jetzt hat noch 4000 Lebenspunkte. Hat lang genug gedauert. Er spielt mal Monster. Wow. Zeit für den Angriff. Nichts Besonderes. Oh, noch ein Drache. Yay. Zwei Drachen. Ich greife mit beiden an.
Easy. Wieso gucke ich eigentlich nicht mehr dahin? Wenn das von meiner Aufnahme. Aber da ist die Kamera. Und jetzt noch Boots. Spreng meinte ich. Das macht Spreng, nicht Boots. Aktiviere antike Regeln. Schwöre Geier, sonniger Ritter. Und dann opfere ich mein Komori-Drache. Schlechter Name übrigens. Ist richtig scheiße. Das ist gut, dass zwei Möglichkeiten ab aufzunehmen. Ne? Also das Spiel zu spielen, ne? Einmal da und einmal da. Weil da ist die Aufnahme von OBS. Ich sehe einfach alles. Zum Beispiel, dass ich ziemlich laut bin. Und die Hintergrundmusik relativ leise. Aber ist okay, weil ich irgendwie ein bisschen buggy bin. Mit meinem Mikrofon. Ich weiß aber nicht wieso. Als Yuri gegen Bennett Kaif kämpfte, der böse Bakura fand seinen Weg zum Duell, indem er seinen Millennium Ring benutzte, um die Energie des Millennium Puzzle zu finden. Faszinierend! Es scheint die Schattenmagie-Energie, die ich erkenne, sind in Yuris Gegner. Bennett Kaif ist nur eine Marionette unter der Kontrolle von einem bösen Meister. Nun, das Probenspiel ist vorbei, denn ich allein soll das Millennium Puzzle besitzen. Mein Ring durchtrennte die Schnüre, die diesen Mann bindeten, befreien seinen Geist von den Schattenreich. Bakura befreite heimlich Bennett Kaif aus der Gedankenkontrolle, so dass Bennett Kaifs Kontrolleur sich fragte, was passiert war. Was ist passiert? Mein Millennium-Zauber über Kaif wurde deshalb gebrochen. Aber wie? Nur die Macht deines anderen Millennium-Gegenstands kann eine so starke Verbindung trennen. Wo bin ich? Oh Gott, wir haben so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Duelle, Alter. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zu viele. So, wie viel Zeit haben wir noch? Zu viel. Yuri war beunruhigt, dass ein unbekannter Feind versuchte, sein Millennium Puzzle zu nehmen. Er fühlte sich unvorbereitet. Er wusste nicht genug über das Puzzle, um zu verstehen, welche Gefahren er im Gesicht sehen würde. Hey, wie geht's dir, Yuri? Nicht so toll. Ich brauche deine Hilfe und auch der Geist von Millennium Puzzle. Wer auch immer es war, der das Puzzle gestohlen hat, schien viel über seine Vergangenheit zu wissen. Das erinnerte den Geist, wie wenig er davon weiß. Damit die rumhängen, konnte ihm helfen, Dinge auszufinden. Sicher, aber wie genau soll ich das tun? Du hast immer gute Ratschläge. Spreche mit ihm. Der Geist und Thea verbrachten den Tag zusammen. Sie gingen zum Domino-Museum, die gerade ihre ägyptische Ausstellung geöffnet hatte. Sie sahen ein altes Steinrelief, das eine Schlacht zwischen einem Zauberer und einem Pharao darstellte. Der Pharao hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit Yugi, während der Zauberer genau aussah wie Käuber. Als sie in Ehrfurcht vor ihrer Entdeckung standen, ging eine geheimnisvolle Frau auf sie zu, um sie zu begrüßen. Mein Pharao, ich habe dich erwartet. Wer bist du? Ich bin Ishizu von Ägypten, historischer Gesellschaft. Ich habe viele Geheimnisse über dich aufgedeckt und diese alte Schnitzerei mit dem Zauber meiner Millennium-Halskette. Ein anderer Millennium-Gegenstand. Wie der Millennium-Puzzle bietet mir die Halskette bestimmte Kräfte. Mit ihr habe ich die Kraft 5000 Jahre in die Vergangenheit zu... eigentlich in die Zukunft. Zu schauen zu einer Zeit, als böse Zauberer drohten, die ganze Welt zu zerstören. Ich kenne eigentlich nur, dass die Halskette nur in die Zukunft gucken kann. Schummelten die etwa? Allerdings gab es einen König, der eine Magie besaß, stark genug, um diese böse Bedrohung zu stoppen. Der Pharao, der die Welt rettete, warst du. Und jetzt ist die Zeit gekommen für dich, um die Menschheit noch einmal zu retten. Die Menschheit von was retten? Woher weißt du, dass die Welt in Gefahr ist, wieder zerstört zu werden? Meine Millennium-Halskette zeigte mir auch Visionen für die Zukunft. Mein Pharao... Die Ereignisse der Vergangenheit werden wieder auftreten und das gleiche große Übel wird zurückkehren, um uns wieder zu bedrohen. Wie werde ich diese Übel erkennen? Ich weiß, dass dein Gedächtnis verblasst ist und dass du noch viele Antworten suchst. Ich weiß auch, dass ein Duellmonsters-Turnier beginnt. Wenn du es gewinnst, wirst du eine Antwort finden. Das Turnier, das ich wie so erwähnte, war Seto Koibas Battle City Turnier. So Joey und Yugi erhielten Einladung zur Teilnahme.
Alle Teilnehmer erhielten eine spezielle transparente Karte, die als Locator-Karte bekannt ist, war. Das Turnier zog eine Gruppe von Duellanten an, wie die Raritätenjäger. Diese bösen Duellanten waren Diebe mit der Absicht auf das Stehlen von seltensten Duellmonsterkarten. Joey verlor seinen rotdorigen schwarzen Tal an einen Raritätenjäger, benannt als Seeker. In der Hoffnung, seine Karte zurückzugewinnen, forderte Joey ihn auf zu seinem Rückkampf. Du hast meinen Rotäugen. Ich will ihn zurück. So ist es Zeit für ein Duell. Ich habe keine Lust, dich zu duellieren. Ich habe dir bereits deinen seltenen Rotäugen entlassen. Meine Jagd auf ein Deck ist vorbei. Nun, das ist schade. Ich gehe nicht, bis ich meinen Rotäugen dir zurückgewinne. Joey, was ist los? Yogimoto. Er hat den Gegenstand, den mein Meister begehrt. Dieser Kerl schuldet mir einen Rückkampf, damit ich meinen Rotäugen zurückgewinnen kann. Ich habe bereits gesagt, dass du nichts hast, was von irgendeinem Nutzen für mich ist. Aber vielleicht ist dein Freund daran interessiert, mein nächstes Opfer zu werden. Es wäre mir eine Freude, den Duelist Kindermeister zu jagen und seinen dunklen Magier zu bekommen. Also fordere ich dich, Yugimoto, zum Duell. Okay, Raritätenjäger, ich akzeptiere deine Herausforderung. Es ist der einzige Weg, deine Karte zurückzugewinnen, Joey. Wenn du dieses Duell gewinnst, werde ich meinen dunklen Magier übergehen. Aber wenn du verlierst, muss ich Joeys Rot euren schwarzen Drachen zurückgeben. Inpachi. Fuck. Ach, danke. Ich liebe dich, Seeker. Hashtag full homo. Sweet. Auf der Gier. Auf der Gegensätzlichkeit. Oh nein, der hat nichts zu dir weg. Drei Teile Exodia. Ich dachte schon, ich sterbe. Fusion. Baphomet und Chimera. Nee, Gazelle. König der Mystischen Messien. Für Chimera. Die Fliegen sagen ungeheuer. Angriffsposition und Kälte Guardian. Okay, falls ich noch einen Zug überleben sollte, sollte ich Fuck you! Arr, unlucky me. Ich bin wieder Zweiter. Da ich erst recht keine Chance habe zu gewinnen. Wenn ich jetzt. Gott. Wow. Das musste eine erbärmliche Hand sein. Wie meine. Vor allem gegen Sodia-Deck verreitische Schwerter. Bringt's voll. Sure. Riesenstein-Soldat, Angriff. Gegen Exodia-Deck müsst ihr einfach nur aggressiv reingehen. Ja, das ist alles, was ihr machen müsst. Jetzt hat der Exodia, pass auf. Das wird lang, das wird richtig nervig. Einfach richtig predicted. Der gute alte Stein. Ich frage mich, wie lange ich dran sitze und werde.
Ihr sollt mich nicht drüber lustig machen. Ende 600er Teil. Nein, tut er nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich hat er schon. Wieder verloren kannst du sein. Ich frage mich ja nur, wie ich darauf komme. Weil er schon. Er hat nur sein halbes Deck. Und kann maximal 1300 Schaden in diesen Zug machen. Wenn überhaupt. Ein Monster-Schatz, doch, Seriously? Ich meine, Seriously hatte. Warum hatte diese Karte? Ich meine, na gut, wenn ich 20 Monster in einen Zug beschwöre, wäre die Karte schon nicht ganz falsch. Ich hab verloren. Oh, doch nicht, cool. Ich hab verloren, ich sehe kein Monster. Wenn man keine Monster sieht, hat man gegen die Soul Deck womöglich verloren. Ich frag mich nur, wie ich darauf komme. Warum hat er einen Red Eyes im Deck? Au. What the fuck? Das kann doch nicht wahr sein. Ich vergesse nicht gerade überhaupt Besitzer. Und schon Exodia Piece. War bestimmt kein Exodia Piece. Haha, du darfst nicht ziehen. Muhahaha. Ist kein Monster. Oh cool, jetzt darf er zwei Karten sehen und ich überspringe dafür zwei. Ist halt dumm, ist halt wirklich dumm. Ich meine, er macht seinen Namen aller Ehren. Ja. Also er heißt Seeker und Seeker bedeutet Sucher. Schon wieder so spät. Der schickst du jetzt schon auf der Hand. Weiter ist erwartet, Exodia. Das sind bestimmt 2200 Verteidigungspunkte. Nicht aufkommen? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich greife auf jeden Fall einen Biberkrieger an. Aber weil ich's kann. Ey, das ist ein bisschen arschig, ne? Verdoppelter Kampfschaden.
Aha. Ich hätte noch ein Gazelle auf der Hand bekommen können. Das Biwakia. War eine gute Karte, aber jetzt bräuchte ich nicht mehr. Wieder Hohenkobold. Hohenkobold. Nicht Höhenkobold. Das wäre aber auch ein schöner Name. Höhenkobold. Werde ich vielleicht dieses Duell gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es aber. Ich hoffe es wirklich. Ich werde ihn auf jeden Fall mit Lichtschwert ficken. Ich hoffe, ich kriege einen Exodia-Piece damit. Angriff! Angriff! Noch ein Zug, ich hab gewonnen. Ja, Yuri, du hast gewonnen. Ich nehme Joeys Rodeing und deine Locator-Karte. Ich habe verloren. Es scheiterte. Verzeihe mir, Meister. Ich versuchte mein Bestes. Nein, bitte sei nicht böse. Bestes, nicht böses. Yuri, der Spinner hat seinen Verstand verloren. Erinnere dich an mich, Pharao. Genau. Vielleicht tust du das nicht. Du warst gefangen im Puzzle, als ich kleinen Yuri duellierte. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Aber meine Raritätenjäger, obwohl er der schwächste Duellant in meiner Mannschaft war, mein anderer Lakaien werden sich viel furchtbarer verweisen. Yuri, was ist mit dieser Fischau? Pharao, ich habe auf dich seit Jahren gewartet. Endlich, nach all dieser Zeit, werde ich dich zerstören. Ich werde nicht zulassen, dass meine anderen Raritätenjäger scheiterten, so wie dieser. Ich habe wenig Zeit für seine Art von Dummheit. Also habe ich seinen Körper übernommen und seinen Geist im Schattenreich gefangen. Ich bin in Kontrolle. Wie kannst du ihn kontrollieren? Jeder der Millennium-Gegenstände enthält seine ganz eigene, einzigartige Kraft. Gedankenkontrolle ist eine einfache Aufgabe mit einem Millennium-Stab. Erlaube mir, mich vorzustellen. Erinnere meinen Namen. Marek. Marek, was ist es? Was du von mir willst, Marek? Ich will, was mir gehört. Und ich nehme es mit der Benutzung der Stärke der ägyptischen Götterkarten. Ägyptischen was? Vor Jahrhunderten ein Trio von mächtigen Giganten tobten in ganz antike Ägypten. Diese ägyptische Gottmonster verbreiteten Zerstörung in der ganzen Welt, bis der Pharao sie weg für die Ewigkeit versiegelte. Aber als Pegasus Duellmonster erschaffte, hat er diese mächtige Ungeheuer auferstehen lassen als Karten. Mit diesen ägyptischen Götter kann ich die Zerstörung und die Kraft, die ich verdiene, beanspruchen. Du wirst nie das Millennium-Puzzle behaupten. Du hast es missverstanden. Ich möchte mehr als die Macht vom Puzzle. Ich möchte die Macht des Pharaos. Die grenzenlose Energie des alten Herrschers selbst. Damit wird niemand in meinem Weg stehen. Ich werde ihm allmächtige Magie gewinnen, um die Welt zu erobern und zu führen. Ich werde nicht mehr aufzuhalten sein. Das Ende ist nah, Pharao. Es ist jetzt meine Welt. Noch nicht, Merrick. Ich fange an zu verstehen, warum ich schieße und mich bat, beim Battle City Turnier teilzunehmen. Es ist mein Schicksal, zwischen dir und den bösen Mächten zu stehen, die du suchst. Und ich will. Pharao, deine Tage sind gezählt. Genieße das Spiel, solange du noch kannst.
weil deine Herrschaft ist zu Ende. Mann, das war seltsam. Ich wusste, dass der Kerl ein großer Widerling war. Ich wusste. Aber wer hätte gedacht, dass er nur eine Fassade für einen anderen Widerling war? Yuzo, nimm dein Ruderling zurück. Halte an zu ihm. Er ist nicht mehr meiner zu nehmen, Kumpel. Du gewannst ihn fair und anständig. Außerdem haben die Raritäten hier eine Tonne seltene Karten gesammelt. Ihre Decks sind alt verbessert, sodass ich weiß, dass die Shirts zu stark sein werden. Auch für dich. Du hast immer meinen Rücken. Also ist es Zeit, dass ich dir helfe zur Ausnahme. Deshalb möchte ich, dass du meinen Ruderling behältst. Ich weiß, es wird sicher als nützlich für dich irgendwann beweisen. Außerdem bedeutet dies, dass ein Teil von mir ein Teil deines Decks wird. Es ist irgendwie cool zu wissen, dass ich dir helfe, die Welt zu retten. Versteh mich nicht falsch. Ich bin immer noch in den Wettbewerb, weil ich noch immer die seltene Karte in Voraussetzung enthalte. Und Olga war nicht die einzige seltene Karte in meinem Deck. Du gabst mir eine andere seltene Karte zurück, als ich anfing mit dem Spiel von Duel Monsters. Erinnerst du dich? Der Zeitzauberer. Ja, er rettete mich aus der Klemme beim Duel des Kingdom. Und ich weiß, es wird beim Hintern auch beim Wettbewerb retten. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, unsere beiden Herzen sind in unseren Decks. Wir sind ein Team. Gemeinsam werden wir nicht zulassen, dass ein Duell landet und schlägt. Wir werden diesen Malik im Widerling und seine Raritätenschlägertruppe so hart zerstören, dass sie nicht wissen, was sie getroffen hat. Es wird ihnen leid tun, dass sie überhaupt nicht beschlossen ist, mit uns aufzunehmen. Danke, Joey. Ich werde gut auf den Ruderling aufpassen. Du bist ein wahrer Freund, Joey. Und gemeinsam können wir jedes Übel, das uns entgegenkommt, auch annehmen. So. Ja. Das war's mit der Folge, würde ich mal sagen. So. Immer ein bisschen Karten schauen. Und holen uns Pack von. Keine Ahnung, Bakura. Okay, Joey. Ne, Mai. Ich weiß, irgendwer hat gute Karten. Großvater? Vielleicht? Eventuell? Seto? Bitte? Warum hat er die Karten? Yuri vielleicht? Ja, annehmbar. Also, ja. Gönn ich mir. Ras Schüler sogar. Cool. Warum kann ich eigentlich mehrere kaufen? Das gibt keinen Sinn. Ach. Wir sehen uns dann. Bis dann und ciao, ihr Spastis. Immer Schmetterlingsdeutsch verboten. Weil sie eine Endoskombo ausgeführt hat. Die OP sein könnte. Aber nur könnte. Ciao.